Hallo und herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Mein heutiger Gast, Sie sehen es schon, ist Andreas Deutsch. Hallo. Hallo Marco. Mit Amazon starten wir mal wieder in die Sendung. Wir hatten letzte Woche ja schon über die enttäuschende Bilanz gesprochen. Jetzt gucken wir mal, die Aktie hat sich wenig bewegt, auch im Nachklang der Bilanz. Es tut sich recht wenig. Es ist fast schon zum Stillstand gekommen. Genau, also so enttäuschend waren die Zahlen gar nicht. Also für Amazon-Verhältnisse vielleicht schon ein bisschen, aber wenn man da mal im Detail mal reingeschaut, also Amazon wächst immer noch sehr stark und ist dann ein bisschen konservativ geworden für das Q4, wird man zeigen, ob sie dann vielleicht sogar die Erwartungen toppen können, muss man aber abwarten. Im Moment wird viel investiert bei Amazon, was ja immer so ein bisschen noch der Deckel ist, was macht die Politik? Wir haben jetzt mehrere Hedgefondsmanager gehabt, die sich sehr kritisch geäußert haben zu den Plänen von Elizabeth Warren. Das ist ja die mögliche Präsidentschaftskandidatin in Amerika. Nächstes Jahr wird der Präsident gewählt, Elizabeth Warren, eine Demokratin. Die möchte am liebsten Big Tech zerschlagen, weil ihr das viel zu mächtig geworden ist, viel zu undurchsichtig. Und das ist dann schon so ein bisschen der Deckel drauf auf den Aktien. Jetzt sind die Hedgefondsmanager hingegangen und haben gesagt, wenn sie gewinnt, dann gibt es auch nicht was auf dem Deckel in Amerika, an den amerikanischen Börsen, S&P 500, minus 25%, das war dann so die Crash-Warnung und ich habe da nochmal nachgeschaut, also in Amerika hat jeder vierte Aktien und das kann natürlich nicht im Sinne der meisten Leute sein oder vieler Leute sein, nicht der meisten Leute, vieler Leute sein in Amerika, die das ja auch als wichtige Säule für die Altersvorsorge nehmen. Also wird es vielleicht sogar wahlentscheidend sein in Amerika. Schauen wir mal, wie sich das dann so entwickelt. Auf jeden Fall ist da ordentlich Zunder dann dabei. Wir schauen uns nochmal den Chart an. Also du hast es schon richtig gesagt. Im Moment Stillstand, Seitwärtsbewegung, 200-Tage-Linie. Kann jederzeit geknackt werden, aber nachhaltig ist hier noch nichts passiert. Wenn man hier den Dip unter die 200-Tage-Linie und im Moment die Seitwärtsbewegung gut ist, auf jeden Fall das Rekordhoch bei 2050 Dollar ist in Reichweite. Von Stillstand kann bei unserem nächsten Wert definitiv keine Rede sein. Wir schauen auf Tupperware. Ja, genau, die habe ich mal mitgebracht. Weil sie haben den größten Kurssturz der Firmengeschichte verkraften müssen, gestern fast. Was ist da los? Ja. Warum ging es so deutlich bergab? Die Zahlen, die gestern kamen, die waren furchtbar. Das muss man einfach so sagen. Also Gewinn und Umsatz weit verfehlt, Jahresziele kassiert. Naja, also es gibt, das Unternehmen hat dann auch gesagt, sie haben in verschiedenen Ländern Probleme. Mit Herausforderungen zu kämpfen. Also wenn man jetzt hier weiter zurückgehen würde, dann würde man vor, ich glaube 2013 war es, irgendwann im Laufe des Jahres 2013 Kurse von 95 Dollar sehen. Und wie gesagt, jetzt stehen wir hier gestern nach 30% Kursverlust, gestern bei 10,16 Dollar. Ja, mittlerweile ist es so, dass du ja wirklich in vielen Supermärkten schon Plastikgeschirr, Teller, Schüsseln, alles Mögliche für wenig Geld bekommst und Tupperware immer noch hier sehr hochpreisig unterwegs ist. Frage ist halt, wird es wirklich, wenn man sich diesen Kurs anguckt, ist der Markt da noch vorhanden für dieses hochpreisige Segment? Und das ist mal wieder so ein warnendes Beispiel dafür, für eine Marke, die dann irgendwann, wenn sie aus der Mode kommt, wirklich von der Börse geschlachtet wird. Das Geschäftsmodell ist vielleicht auch nicht mehr so wirklich up-to-date, wie das Ganze funktioniert. Naja, klar, weil du viel Konkurrenz hast und wenn dann die Preise wirklich im freien Fall sind für die Ware, dann ist halt der ehemalige Platzhirsch mit der Top-Qualität, vielleicht wollen die Leute das dann, oder offensichtlich wollen die Leute gar nicht mehr diese Top-Qualität haben, kaufen sich dann lieber, wenn die Dose nach 2 Jahren irgendwie, wenn der Gummi dann eingerissen ist, dann eine neue Dose. Na gut, wir schauen auf Beyond Meat, das ist definitiv up to date. Ja. Zumindest in diesem Jahr das Hype-Thema Fleischersatzprodukte. Jetzt gab es Zahlen. Wie sind die ausgefallen? Die waren okay, also die waren gut. Es hat natürlich es gab zwei Sachen, die der Börse nicht geschmeckt haben. Das waren natürlich auf der einen Seite, dass die Lockerperiode abgelaufen ist mit dem 29. Oktober, können die alten Aktionäre verkaufen, wodurch ja viele Aktien dann wieder auf den Markt geschwemmt werden und das dann auf den Kurs gedrückt hat. Vielleicht dann noch, da sind sich die Analysten, der Aktionär auch unschlüssig, wie lange dieser Druck dann noch anhalten wird. Das Zweite ist, dass der Konkurrenzkampf schon recht hart ist und das Unternehmen auch selber gesagt hat, dass es Rabatte geben musste jetzt im dritten Quartal an den Handel, was natürlich dann auch wieder auf die Margen drückt und dass man die Werbeausgaben dann hochfahren wird jetzt in der Zukunft, um sich gegen die meisten oder gegen viele Konkurrenten dann wehren zu können. Und das ist noch so eine Unklarheit. Also Beyond Meat, das fand ich auch ganz interessant, der CEO Ethan Brown hat das Unternehmen verglichen mit Amazon vor knapp 20 Jahren
in der Anfangsphase. Aber der Vergleich hinkt meiner Meinung nach, weil Amazon nicht so ernst genommen wurde von Walmart und Target und von den ganzen Einzelhändlern. Und bei Beyond Meat ist es so, dass die Konkurrenten, die großen Lebensmittelhersteller Beyond Meat sehr wohl sehr ernst nehmen, den Markt sehr zu schätzen wissen. 140 Milliarden Dollar sollen es ja werden in 10 Jahren. Naja, und komischerweise, das habe ich jetzt auch noch mit dem Aktionär geschrieben, also es war ja immer so, dass dieses das ganze Fleischersatz oder Bratling und sowas dann auch so sehr gemüsehaft geschmeckt haben und dann eben nicht für Flexitar oder für viele Fleischliebhaber geeignet waren. Und ganz plötzlich kommt Beyond Meat mit diesem Produkt um die Ecke und dann schafft es die Konkurrenz auch, Produkte zu machen, die genauso gut schmecken. Ja. Oder vielleicht sogar noch besser. Das ist ja lange Geschmackssache. Aber über Jahre ging es nicht. Über Jahre lag der Markt ja quasi zu Füßen, aber man hat ihn nicht gewollt. Und jetzt hat Beyond Meat hier diese Schwelle, genau, die Schwelle übertreten und jetzt kommen sie alle an. Und naja, das ist auf jeden Fall anders damals als bei Amazon, weil da wurde E-Commerce so stiefmütterlich behandelt. Aber die Aktie mega unter Druck, seit Monaten hier 239 Dollar, boah, ich fast ganz genau getroffen hier. Und jetzt nach den Zahlen ist sie dann hier auch unter die Unterstützung bei 100 Dollar dann. Hier war ja das Gap, ist sie dann auch noch drunter gekracht. Und naja, wie gesagt, schauen wir mal, wie lange hier die das Ende der Lockup-Periode dann reinschlägt. Bleibt also auf jeden Fall eine ziemlich heiße Aktie, spannende Geschichte. Einfach mal auf der Watchlist behalten, genau, ja, gucken, was passiert in den nächsten Wochen. Wenn der Druck nachlässt, dann ist das ja dann auch irgendwann reif für eine Gegenbewegung. Die Frage ist halt wann. Aber wir bleiben am Ball. Ja gut, so unterdessen kann man schon mal die Konkurrenz sich genauer angucken. Genau. Beispielsweise Kellogg, die ja auch jetzt das nutzen, diesen neuen Hype, ja, und da auch Produkte schon auf den Markt gebracht haben. Schon lange. Stimmt, die sind jetzt besonders irgendwie in den Fokus gerückt zuletzt. Genau. Und es gab auch Zahlen, Jungs, in dieser Woche. Genau, das ist hier die kurze Aufwärtsbewegung dann nach den Zahlen. Kellogg hat es aber dann begründet damit, dass viele andere Produkte gut laufen, auch die Nachfrage nach Tiefkühlware dann steigt. Kerngeschäft läuft, das ist immer gut. Und dann, wie gesagt, diesen Trumpf mit Morningstar Farms in der Hinterhand. Aktie günstig bewertet, also wenn man das mal abzieht. Morningstar Farms Vergleich mit Beyond Meat, dann käme man hier bei Kellogg so knapp auf ein KGV von 11 rum nach dem Crash bei Beyond Meat. Womit die Aktie wirklich im Vergleich zu den großen Nestle super günstig bewertet ist. Und naja, also man hat ja auch viele andere Pfeile im Köcher, zum Beispiel Pringles hat man gekauft, diese ganze Snackbereich, das hat man ja letztes Mal Pepsi Co. auch gesehen. Das läuft im Moment trotz dieses ganzen Gesundheitshypes, greifen die Leute dann immer noch gern zu etwas Salzigem oder Süßem. Das ist natürlich auch schlau, weil man einfach viele, viele, viele Pfeile im Köcher hat und nicht nur auf ein Thema sich spezialisiert hat. Na gut, gut, es ging ja auch mal mit Cornflakes los und hat mich dann kam alles andere dazu. Also wer weiß, was da passiert. Du hast auch schon alles probiert dann von denen. Alles durch. McDonald's Burger habe ich zum Beispiel auch schon probiert, das Thema hatten wir auch schon. Da ging es ja nach unten, auch im Zuge der Zahlen. Genau. Sieht es fast schon ein bisschen wieder nach Erholung aus oder zu früh? Ja, weil Blue Chips auch jetzt wieder gefragt waren, kurzfristig. Gestern gab es ja dann auch mal wieder so eine schöne Erholung. Da gab es jetzt auch mehrere positive Analystenkommentare. Ich habe jetzt hier mal ein paar mitgebracht. SunTrust sieht das Kurs über 230 Dollar. Wir haben ja im Moment, wo steht sie? Genau, 196,89 Dollar. Jefferies kam auch mit einer Kaufempfehlung um die Ecke, auch 230. Und MKA Partners, die sagen sogar 240 Dollar bei McDonald's. Ich finde die Story nach wie vor gut. Wir hatten sie ja schon oft dabei. Digitalisierung und alles Mögliche. Muss man jetzt nicht wiederholen, aber nur viel dazu. Das ist auf jeden Fall für viele Analysten und für den Aktionär eine gute Kaufchance. Okay, dann schauen wir noch auf den deutschen Markt zurück. ProSiebenSat.1, da habe ich ein Kursziel von Kepler Gevreux. Erstmal sagen sie bei und dann Kursziel 18 Euro. Da ist auch noch ein bisschen Potenzial. Was sagt ihr? Also wir finden die Story ja gut. Die Aktie ist unterbewertet im Vergleich zu Peer Group. Sehr interessante Chart-Konstellation. Wir haben hier die 200-Tage-Linie, die hier tangiert wurde. Und wir haben genau die Bewegung jetzt auch wieder. Und sie hat es nicht geschafft. Und zum zweiten Mal, dass sie nicht drüber ist. Ich denke mal, wenn sie es irgendwann mal schafft, dann sprechen wir hier schnell von Kursen um die 16 Euro, die es da geht. Also das ist wirklich scheint wirklich eine sehr hartnäckige Widerstandslinie zu sein. Die 200-Tage-Linie macht ja ihrem Ruf alle Ehre. Aber nach wie vor ist die Story von ProSieben
super interessant, vor allem da vor dem Hintergrund der extremen Unterbewertung. Einen letzten Wert für heute haben wir noch, Adidas. Sie haben schon oft gesagt, der Konzern ist am Puls der Zeit, hat jetzt auch, habe ich gerade gelesen, einen Flagship-Store in London eröffnet, einen sehr modernen, wo man Online- und Offline-Welt quasi verbindet. Man kann zum Beispiel das Kleidungsstück, das man gut findet, dann einscannen mit der App und dann bekommt man die Größen, die es vorrätig gibt und man kann es dann sogar in der App zahlen, muss sich gar nicht an die Kasse stellen und so. Beispielsweise ist nur ein Beispiel dafür, dass man da wirklich vieles richtig macht, was das angeht, oder? Und Adidas lernt dich als Kunden dann natürlich auch wieder kennen, binden, das ist ja auch wichtig, das ist ja bei Amazon Prime schon ewig der Fall. Ja, also Adidas macht wirklich sehr viel richtig, wie viel richtig kurzfristiger Art, also im letzten Quartal, das wird man am 6. November sehen, wenn die Zahlen kommen. Da darf man auch gespannt sein, was Adidas dann für eine Prognose noch abgibt. Wir haben im Moment hier wirklich auch die Aktie im Wartemodus, in der Warteschleife. Schöne, interessante charttechnische Konstellation. Also wenn es dann hier rausgeht, dann sollten wir dann schnell hier die alten Hochs wieder sehen. Ich halte Adidas nach wie vor für sehr günstig bewertet. Wachstumsunternehmen, viel Tech, viel Digitalisierung spielt hier rein. Und deswegen bleibe ich auf Adidas bullish. Gut, dann schauen wir nach den Zahlen wieder drauf. Sehr gerne. Das war's für heute. Dankeschön, Andreas. Danke auch Ihnen. Ja, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.